Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen Naxxramas. Hearthstone, ihr kennt das Spiel. Und ja, es ist ein bisschen unangenehm, was hier passiert. Diese Bosse auf Heroic gehen mir echt ganz schön auf den Sack. Ich habe irgendwo gelesen, dass Gothic der schwerste sein soll in diesem Viertel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es gibt da gewisse Taktiken, von denen ich auch gehört habe. Aber Glück. Glück steht ganz oben auf der Liste. Und ich habe auch gehört, dass man mit dem Paladin hier eigentlich ganz okay Karten haben soll. Das Ding ist halt, ihr müsst bedenken. Erstens, er zieht immer eine Karte für einen Mana. Und kriegt dafür noch einen Mana-Kristall. Und diese Viecher hier, wenn man die tötet, und da hat er ja verschiedenste Minions, die auch durchaus viel mehr Schaden machen. Wenn man die tötet, dann kriegt man halt diese Spektralficker da und die machen einen Schaden die ganze Zeit. Die ganze Zeit, unaufhörlich, bis sie sterben. Am Anfang meines Zuges, und das ist sehr, sehr unangenehm. Jetzt ist eine Taktik, dadurch, dass er immer eine Karte zieht, so lange zu überleben, bis er irgendwann hier Fatigue bekommt und dann irgendwann stirbt. Aber was jetzt hier gerade passiert, ist auch eher ungünstig. Scheiße. Warte mal, 6 Schaden sind das hier, die er macht, ne? Das könnten wir gerade noch so hinnehmen. Denn jetzt irgendwas anderes machen, finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Macht es Sinn, jetzt hier schon mal einen Schaden zu machen? Ich glaube, ja. Naja, außer wir kriegen vielleicht gleich noch Blessing of Kings. Ach so, hä? Habe ich da was? Ach so, er hat Corruption auf mein 1-1er gemacht? Okay. Dann hätte ich ja doch angreifen können. Ich habe nicht aufgepasst. Das tut mir leid. Manchmal passe ich nicht auf. Manchmal überlege ich. Ach, guck mal, jetzt macht er sein nächstes Corruption auf den 1-1er. Das ist geil. Ich meine, das ist schon geil. Weil dann macht das halt nicht auf irgendwas anderes Krasses. Und das Ding ist aber, jetzt müssen wir Consecration spielen. Schwing. Jetzt kriegen wir aber 3 so Nacken auf die Hand. Das ist ganz toll. Shit. Okay. Zack. Jetzt kriegen wir schon mal 3 Schaden in der nächsten Runde. Das ist eher unangenehm. Allerdings können wir da die Leute vertaunten. Und das ist wiederum eine ganz gute Sache. Aua. 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 Boah, würde ich jetzt gerne... Oh, warte mal. Wenn wir da ein Blessing of Kings drauf machen, hätten wir jetzt nur einen Mana mehr, ne? Oh, das wäre so geil. Jetzt muss ich aber ganz kurz überlegen. Wenn wir die beiden jetzt vertaunten, zum Beispiel, ne? Dann muss er die halt kaputt machen. Wie er das macht, wahrscheinlich muss er die beiden reinhauen. Machen halt keinen Schaden, dann sind die weg. Allerdings habe ich diesen Schaden nicht gefressen. Wenn ich jetzt aber Blessing of Kings hier drauf mache, ist der schon mal kaputt. Kriege ich aber den nächsten wieder drauf, ne? Kriege ich aber... Aber wenn ich vertaunte, kann ich noch den... Nee, kann ich ja noch den Warp? Nein. Und wenn ich das hier spiele, dann kann ich aber schon noch vertaunten. Okay. Dann vertaunten wir. Meine Idee war jetzt noch sowas zu machen. Okay. Weil die eine Taktik des Überlebens ist ja auch noch durchaus eine Taktik, die es gibt auf der Welt. Okay. Ist jetzt nicht ganz so tragisch. Jetzt macht er noch einen weg. Das ist gut. Da geht er nochmal drauf. Der wird auch sterben, wenn ich den jetzt kaputt mache. Das ist auch sehr gut. Aber wir sollten uns so langsam aber sicher mal hochheilen, ne? So, also. Mit dem hier können wir den kaputt machen. Dann ist der auch tot. Der nicht. Den könnten wir damit finishen. Okay, und was machen wir dann? Den müssten wir auch mal langsam vertaunten hier. Wobei, wenn der hier erstmal tot ist, brauchen wir da auch Shit. Okay, der gibt mir aber einen ganzen starken dann. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Der gibt mir einen, die geben mir alle einen.
Das ist sau uncool. Aber ich habe noch einen Doomsayer im Deck. Okay, das heißt, wir wollen uns erstmal hochheilen. Wenn wir den hier kaputt gemacht haben und den hier noch wegtraden, dann... Oder wir machen es anders. Wir traden dann gegen den hier. Mit einem Blessing of Kings. Wobei, ich wollte mich doch eigentlich heilen, ne? Ah, es passt sogar noch. Okay, aber wir könnten auch einen Dwarf spielen. Und dann das Ding kaputt machen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal so. Also, der Plan war erstmal sowas machen. Okay, nochmal ganz kurz überlegen. Wenn wir jetzt das hier spielen, dann hat sie hier 6 Leben. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ach so, aber hat er nur noch 3. Alternativ, wir können auch noch einen anderen Thorn spielen und uns heilen. Oder wir geben ihr einfach so 2 Leben dazu, töten den und heilen uns. Ich finde das irgendwie besser. Warum, kann ich nicht unbedingt sagen. Okay. Ach, den Dwarf hätte ich jetzt nach links setzen sollen, ich Vollhorst. Scheiße. Nein. Nein. Gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Schreit mich nicht an. Denn es... Oh. Oh, 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 oh. Doch, sau uncool. Doomsayer ist jetzt eine ganz gute Sache, ne? Eigentlich. Jetzt ist die Frage, gibt man dem vielleicht doch +4/+4? Und macht hier irgendwie Sachen kaputt. Oder wir spielen 2, 5, 7, 8, 11. +4/+4 auf so eingeben ist eigentlich nicht ganz so cool, weil wir wollen ja loswerden, ne? Und was machen wir dann? Dann machen wir den weg, oder was? Und dann hat er immer noch 4, 7, 9. Ich würde eher sagen... Was würde ich da eher sagen? Was würde ich denn da jetzt bitte eher sagen? Doomsayer? Aber dann bringt er mich unglaublich weit runter, lebenstechnisch. Und wenn wir uns damit heilen... Dann heilen wir uns damit. Er muss den irgendwie loswerden. Wird also hoffentlich dafür irgendwie seine Minions verballern. Das ist jetzt meine kleine Hoffnung in meiner Hosentasche. Nein! Ah, oh, fucking Corruption Piss! Shield up! Oh, fuck. Okay, die Runde ist auch schon wieder verloren. Ist das uncool. Jetzt bringt der Doomsayer auch gar nichts mehr. Tja, Freunde, das Spiel ist vorbei. Selbst wenn wir uns jetzt heilen, haben wir 10 Leben und jetzt damit irgendwie noch jemanden töten, weil den müssen wir eh töten. Sagen wir den hier, dann haben wir da noch 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Dann sind wir so oder so tot. Wir haben noch eine Chance, wenn wir hier sowas machen. Wenn wir hier sowas machen, das ist jetzt egal, welche Reihenfolge... Zumindest leben wir dann noch. Kriegen natürlich diese scheiß Spektral-Drecks-Sachen, aber hey. Ach so. Ja, nee, die 4 Schaden wird er schon irgendwie hinkriegen an mir. Würde ich jetzt behaupten. Zack, 2, zack, nochmal 2, 2 und 2. Alter. Ja, und ansonsten hätten natürlich die Leute hier ihres dazugetan. Aber ich glaube, wir sind gar nicht mal so auf einem ganz verkehrten Weg. Leute, ich glaube, wir sind gar nicht so schief auf der Bahn unterwegs. Alternativ ist natürlich der Priester immer noch mal so eine Möglichkeit. Schön am Leben bleiben. Schön irgendwie Thorns da reinballern. Und, ja, vielleicht dann halt abwarten. Bis er da, hier, zum Beispiel Lay on Hands, ne? Ist eine ganz gute Karte, um zu überleben. Hoffentlich kriegen wir die dann noch mal, wenn wir sie noch mal brauchen. Alex Trascher.
auch eventuell nicht schlecht. Ärgerlich ist nur... Ah, hallo. Dass er diese scheiß Corruption-Karten hat. Das ist ein Problem. Kannst du dich mal bitte verpissen mit deinem komischen 1-2er? Nee. Wir können nichts machen. Auch Consecration bringt jetzt nicht so viel. So viele Leute mit 3 Leben. Sehr ungünstig. Und noch ein Death Rattle. Und wir müssen den da loswerden. Ah, shit. Ich habe gehofft, dass er den am Leben lässt und wir da was mit einem Blessing of Kings machen können. Dann irgendwann später oder damit. Ja, ich glaube, Leute, das wird eine kurze Runde. Weil für ihn alles richtig lief, für mich nicht. Er spielt jetzt noch ein Death Rattle. Der wird noch... Oh. Ja, der tötet noch nicht mal alles, selbst wenn ich es schaffen würde, den zu töten. Ja, toll. Komm, geh mir nicht auf den Sack. Okay, damit? Oder mit... Na, damit natürlich, ne? Tja, Immerhin würde da jetzt eine Consecration helfen. Noch. Der wird jetzt nochmal gebufft. Hallo, Schwester! Sau, Sack, Sau. Ja, komm, willst du ihn noch, nicht noch ein bisschen... Ach, jetzt sind wir eh schon tot, oder? 2-2, ja. Hallo und herzlich willkommen auf dem Flug ins... Nee, Leute, es ist... Weißt du, manche Leute machen Türen auf, manche Leute kriegen sie dann nicht mehr zu. Ja, und ich bin einer von den nicht mehr Zukriegern. Wie... Soll denn das funktionieren? Wird schon wieder eine lange Folge, habe ich das Gefühl. Weg damit. Wir brauchen irgendwas, was wir auch am Anfang machen können. Ja, der ist schon mal nicht schlecht. Der ist eigentlich auch schon mal gar nicht so schlecht. Davon habe ich übrigens so einen in meiner Sammlung, was sehr, sehr unangenehm ist. Falls ihr euch fragt, warum ich einen Yeti im Deck habe, weil ich dachte, okay, ich habe hier so ein paar Buff-Sachen. Da ist der Yeti vielleicht nicht ganz verkehrt. Wobei man die Taunt-Buffs eigentlich für die Spectral-Geschichten braucht. Ey, das kann doch nicht sein, dass er in Runde 2 schon sowas hier auf dem Board liegen hat. Sollen wir den mal spielen? Ja. Besser irgendwas spielen als gar nichts spielen und vielleicht können wir dann noch Sachen machen mit. Halt die Schnauze, du dreckiger Penner! Jetzt hat er sogar noch mal Leben behalten. Hallo Alex Rascha, die uns irgendwie nichts bringt. Auch ihn wollte ich jetzt nicht verballern. Ich brauche den für gleich, wenn er seine größeren Minions spielt. Die er ja gleich spielt, weil er immer hier so einen Mana-Kristall dazu kriegt. Ey, brauchen wir jetzt Spell Damage oder was? Damit wir mit dem Consecration hier irgendwas machen können. Das ich noch nicht mal auf der Hand. Alter, was ist denn da los? Ja, toll. Nee, ja, nee, finde ich gut. Ja, nee, wieso? Also ist doch gut oder nicht? Selbst ein Consecration bringt mir gar... Naja, ein bisschen was. Ein bisschen. Wir kriegen den tot. Und wir kriegen noch den hier tot. Aber ansonsten sind wir auch angekackt. Guck mal, 5 an 5! Fucking 5! 6! Ach, 7! 9! Ja, komm. Ja, da braucht man Glück, Leute. Da braucht man einfach mal auch mal Glück. Es ist, wenn man Glück kaufen könnte, ne? Mit Geld im Shop. Würde ich vielleicht machen. Wäre vielleicht eine Sache, die ich durchaus machen könnte. Wie viele Matches haben wir schon gemacht und es sind erst 14,5 Minuten durch? Das ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Dieses Naxxramas macht mir, glaube ich, echt hart graue Haare. Die müssen wir behalten, falls wir da irgendwie mit den Spectral Warriors da irgendwie umgehen müssen. Okay.
bitte hab jetzt nicht schon wieder so ein dreckiges Kartenglück. Ja, und wo warst du eigentlich eben? Der macht alle Minions kaputt am Anfang einer Runde. Was eventuell ganz... Oh, was ist... Was denn jetzt noch? Was denn jetzt noch, bitte? Noch so ein Ding? Nee. So ein Ding. Das ist scheiße genug. Wir können nichts machen. Den bewahren wir uns auf den Doomsayer. Da habe ich auch noch einen von. Auch in meiner Sammlung. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Ich habe hier echt keine Möglichkeiten, ne? Es ist... Du kannst machen, was du willst. Okay. Ich kann immer noch nicht so richtig was machen. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde, dann spielen wir den Doomsayer. Doomslayer? Doomsayer? Wieso Doomsayer? Sagt der mal Doom oder was? Oh, da fällt mir ein. Ich habe ja damals Wolfenstein gekauft. Und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man automatisch einen Zugang zur Beta von dem neuen Doom. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Okay, wie viel Schaden macht er uns jetzt? Das ist noch in Ordnung, weil wir ja irgendwann dann vielleicht dann das hier spielen können. Und jetzt werden wir die ja los. Es dauert zwar noch eine Runde, obwohl nein, er kann ihn ja töten. Oh shit! 2, 4, 6, 8, 10. Oh Gott. Das habe ich nun nicht bedacht, ne? Meint er lässt ihn am Leben, wenn ich den spiele? Ich glaube nicht. Wir riskieren es jetzt mal, weil ich glaube, ich sehe halt keine andere Möglichkeit eigentlich. Ich sehe eigentlich keine andere Möglichkeit. Und, sagen wir mal, den hier vielleicht auf 2 bringen. Damit da vielleicht eine Consecration irgendwas. Wir sind ja eh tot. Wir sind ja eh. Die Runde ist ja eh vorbei. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Jetzt macht er den kaputt. Seine Leute sterben nicht. Okay, das war cool. Hat er da eine Corruption drauf gemacht und ich habe nicht aufgepasst? Nee. Aber tot bin ich trotzdem. Quasi. Sehr. Wenn ich den jetzt haunte, kann ich ein... wir sind tot. Wir sind tot! Wir sind tot! Es gibt keine Möglichkeit. Es gibt keine Möglichkeit, das zu verhindern. Verpiss dich, du Sausack! Wir machen die nächste Runde. Okay, merke, den Doomsayer vielleicht ein bisschen früher spielen. Ich habe auf Conceit gedrückt. Warum läuft das hier immer noch zu Ende? Meine Güte, du. Kannst ja keinem erzählen. Komm schon. Okay, ich möchte mal was ganz kurz was dazwischen streuen. Eigentlich ist mein Plan, damit zu gewinnen. Aber wir gucken mal, was der Jäger macht. Das ist kein angepasster Jäger, Leute. Es ist kein angepasster Jäger. Ich habe da keine Taunts drin, beziehungsweise nichts, was diese Spectral Warriors auf Taunts bringen würde. Wir werden aber... Oh, das ist ganz interessant. Wir werden aber mal gucken, ob da vielleicht doch noch eine Schnitte drin ist. Es gibt ja durchaus Mittel und Wege. Das wollte ich sehen. Das brauchen wir und vielleicht können wir damit Sachen anstellen. Ich sehe das zwar nicht passieren, aber wer weiß. Okay, jetzt schon Explosive Trap? Ich würde sagen, nein. Das hier spielen, das stirbt direkt. Snipe. Snipe? Snipe? Yeah. Hoffentlich spielt er was einigermaßen Großes. Das wäre schön, lala. Lalalalalala. Okay, kann man machen. Aber die stirbt erst, nachdem sie den Taunt gegeben hat. Nee, cool war das jetzt nicht. Cool war das jetzt überhaupt nicht. Man kann aber schon mal über die Explosive Trap nachdenken. Da haben wir auch schon den ersten Spectral Warrior. Ich würde jetzt noch eine Runde abwarten. Da-da.
Oh, hallo. Na? Misdirection und Explosive Trap vielleicht. Ist ja eh alles albern, was wir hier machen. Mit dem Jäger hier hat man keine Chance. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Fall ist. Guck mal, Leute. Er hat schon 8 Mana insgesamt. Cool, oder? What the fuck? Okay. Da bringt auch kein Doomslayer mehr irgendwas. Doomslayer. Oh, bitte irgendwas. Bitte irgendwas. Was? Nein, nicht den 2-2er. Das ist doch albern. Ja, toll. Und wen greifst du jetzt an? Gar keinen, oder was? Das hat also quasi jetzt mein eigenes Geheimnis einfach mal so negiert, wie man so schön sagen könnte. Nun gut. Ja, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, Leute. Es ist ja nicht so, als wenn man da irgendwie großartig Möglichkeiten hätte. Wir hauen den hier weg. Zack. Und zack. Haben jetzt die ganzen Leute hier am Sack. Ich glaube, ich habe keinen Taunt-Buff in diesem Deck. Ich wollte es nur mal probiert haben. Kann man nochmal machen, oder ne? Ich finde, das kann man machen. Aua. Ja, jetzt nochmal 3 Schaden. Das ist schön. Das macht Laune. Yes! Geil. Okay. Der stirbt nicht. Aber immerhin. Das jetzt spielen macht keinen Sinn, ne? Nur noch ein Snipe. Okay, und dann töten wir die beiden hier zumindest. Also, ne? Mal hier sowas. Und sowas. Ach! Ja. Naja. Ja, nee. Also man muss die Decks natürlich anpassen. Natürlich muss man die Decks anpassen. Das macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Der ist auch nicht... Wollen wir den kurz... Ich würde den ganz kurz mal anpassen. Zumindest so gut es geht. Und mal schauen, vielleicht... Warte mal. Das hier auf jeden Fall raus. Die brauchen wir auch nicht in diesem Fall. Und das wären schon mal die ersten Karten, die wir da Anpassungsfähigkeitstums hier mäßig reintun können. Wo ist die Tante? Ich übersehe die immer. Da ist sie. Dann brauchen wir unseren guten alten Freund. Defender of Argus. Das brauchen wir auch nicht. Weil, selbst wenn ich diese Spectral-Dinger kriege, ne, wenn die sterben, dann kriege ich den. Das heißt, den brauchen wir gar nicht hier, den Quatsch. Die haben wir jetzt auch schon mal. So, Inner Fire für Schaden. Das ist schon mal alles gut. Was finden wir denn noch geil? Haben wir noch irgendwas, was Taunt gibt? Nee, ne? Haben wir nicht. Wir könnten einen Doomsayer mitnehmen, einfach vor The Lols. Zack. Was brauchen wir noch? Nicht Heilung. Naja, ich meine, das ist ein Heilungsdeck hier. Wir brauchen nicht unbedingt das Ding. Nehmen dafür den White Pyromancer mit. Wir brauchen den Us nicht. Deswegen sowas. Und sollen wir den noch mitnehmen? Yeah. Und sollen wir vielleicht auch eine Abomination mitnehmen? Was kostet der Spaß? 5? Da, nee, hä? Wo ist denn die... Abo! Die habe ich nicht? Ich habe die Abomination nicht? Nee. Krass! Und die kostet 100 und das haben wir nicht. Cool. Dann würde ich jetzt mal sagen, sollen wir die Enemy Spells teurer machen? Macht ja auch keinen Sinn eigentlich. Was macht denn noch Sinn? Oder was macht hier keinen Sinn? Den hätte ich gerne zweimal drin. Haben wir den zweimal? Natürlich. Den muss man ja zweimal drin haben.
Wo ist er? Da. Was schmeißen wir noch raus? Huinoa, brauchen wir auch noch eine zweite eigentlich. Was kann raus? Was kann raus? Was kann raus? Das hier und vielleicht der hier noch. Den hier und eine zweite Holy Nova. So. Ich würde sagen, wir testen das jetzt mal aus. Mogushan Warden brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Könnten wir vielleicht einen raustun. Und dafür Alexstrasza oder Ragnaros? Ragnaros. So. Zack. Zack. Und zack. Oh, ein Schlückchen Milch zwischendurch ist sehr, sehr wichtig. Ist gut für den Rücken, gut für die Knochen und so. Calcium, habe ich gehört. Gothic, the asshole. Brauche ich jetzt nicht. Der Doomsayer kann man machen. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was wir hier anrichten können. Jetzt ein Divine Shield plus in der Fire auf sie drauf. Das wäre geil. Das wird aber nix. Auch hier die Überlegung kurz in der Fire darauf. Man weiß es nicht. Autsch. Jetzt würde ich sie eigentlich fast gerne heilen. Einfach nur, um eine Karte zu ziehen. Er muss ja dann irgendwie noch was machen, um sie kaputt zu machen, eventuell. In der Feier hätte er sowieso nicht funktioniert. Und der wird immer stärker. Das ist doch schön. Ich würde sagen, jetzt ist eine gute Zeit für einen Doomsayer. Wobei er den auch schon kaputt machen kann, ne? Na, fuck. Lalalala. Bla 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 bla. Und da sie ja eh drauf geht, so oder so, könnten wir jetzt auch hier angreifen, weil wer weiß. Okay. 3, 4, 5, ja. Ja, den kriegt er kaputt. Ärgerlich! Abomination! Die wir auch nicht kaputt kriegen. Tja, also ich könnte den spielen mit Inner Fire. Das bringt uns genau gar nichts. Aber es, an diesem Punkt, an dieser Stelle hier, können wir auch direkt aufgeben. Weil, what the fuck? Es bringt uns hier alles nichts. Ja, ach komm, ey, du mit deinen viel zu krassen. Boah, 7. Ich bin ja jetzt schon tot. Boah. Fast. Fast. Heilen brauchen wir uns auch nicht wirklich. Ja, wie gesagt, das Spiel ist durch. Ich brauche hier gar nicht mehr. Ach komm schon. Guck mal, selbst wenn ich mich jetzt selber heile, bringt mir genau gar nichts. Das bringt mir genau gar nichts. Shields up. Shields up. Ja, ich mache nur Sachen. Aber diese Sachen bringen jetzt, wie gesagt, null. Also genau null. Also ziemlich genau null. Jawohl, da haben wir es. Da haben wir es. Komm, 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 komm. Hä? Okay, ich dachte, er macht das da drauf. Okay, aber es reicht ja aus. Komm, weiter geht's. Weiter geht's. Einmal noch Priester. Ups. Ich drück immer auf den falschen Knopf, ne? Aber Choose und Back sind auch so nah beieinander, ne? Was soll man denn da machen? Kann man nichts machen.
Bam 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 bam. Okay, also sie brauchen wir für die Spectral Vögel. Oh ja, Destroyer Minion, das ist doch ganz schön. Das können wir doch eventuell sogar gebrauchen. Ich hoffe, sie überlebt mal kurz. Das, was er spielt, machen wir hoffentlich damit kaputt. Das ist so eine krasse Heldenkraft. Das ist so eine unglaublich krasse Heldenkraft des Todes. Oh, hallo. Gut, aber können wir immer noch... Können wir Dormund jetzt besiegen, auch wenn das jetzt auch schon mal was Geileres gegeben hat, was ich mit dieser Karte gemacht habe. Und jetzt spielt er in Runde 2 schon seinen 3-4er. Kein Problem für ihn. Bla 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 bla. Bla 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 bla. So, wenn ich den jetzt spiele, muss er den erstmal kaputt machen. Macht er auch damit. Und dann macht er ihr nur einen Schaden. Das ist doch vielleicht eventuell sogar eine ganz gute Sache. Und wir haben Divine Spirit auf der Hand. Oh. Fuck you, bitch. Fuck you. Ich kann noch nicht mal das Ding irgendwie kaputt machen. Was ich machen könnte, ist sie heilen. Und einen 3-3er auf dem Board haben. Den er dann irgendwie damit kaputt macht, aber wieder. Und sie auch dann irgendwie, das ist doch scheiße. Sehe ich da eine andere Möglichkeit, wenn wir sie jetzt heilen, kriegen wir eine Karte, sie hat 3 Leben und dann kann ich ihr Leben auf 6 verdoppeln. Das würde uns eventuell Sachen bringen. Upsi, upsi. Erstmal eine Weile überleben, das ist doch vielleicht the way to go. Wer weiß denn das schon? Vielleicht geht er in mein Gesicht. Vielleicht kriegen wir gleich einen Enough. Oh, fuck you. Bring out your das ist es. Ist jetzt nicht wahr, ne? Bring out your dead. Schnauze, Digga. Jetzt bufft er die auch noch auf. Das heißt, sie sterben nicht, wenn ich den hier töte. Das ist ganz toll. Okay, Doomsayer bringt mir jetzt auch nichts mehr. Es ist doch kacke. Ich hab verloren. Lightwell bringt mir auch nix. Sie stirbt eh gleich. Wir könnten quasi noch mal eine Karte ziehen. Wenn wir sowas machen. Und dann haben wir noch was auf dem Board. Inner Fire. Naja, bringt ja jetzt auch nichts, ne? Oder taunten wir den 3-3er? Was hat er denn da? 7, 10, 13, 16, 18. Voll viel, Alter! Aber die drei hier weg. Das ist doch alles Bullshit. Wir geben noch einen Magneten raus. Bei dem er vielleicht denkt: Oh ja, den müsste ich vielleicht mal wegmachen. Können da eventuell mit Inner Fire arbeiten. Gut, dass wir das Divine Spirit schon weggehauen haben. Habe ich mich verrechnet? Ja, da können wir jetzt nicht viel machen, Leute. Sowas und sowas. Sowas. Und wir haben verloren. Es ist... Fuck. Ja, genau. Finish mich mit einer scheiß Drain-Life-Karte. Also man muss halt überleben. Man muss aber halt auch gucken, wie man gegen diese 3.068.000 Diener klarkommt. Und das prangere ich schon hart an.
Wir probieren es jetzt noch einmal mit dem Paladin. Der Todespaladin des Todes. Und dann schauen wir mal. Meine Frage an euch. Ich werde jetzt mal diese Folge hochladen. Auch wenn ich nicht gewinne. Wollt ihr sowas sehen? Wollt ihr eine ganze Folge lang sehen, wie ich einfach verrecke? Oder seid ihr eher so, ey, komm, dann mach doch eine Session, wo du dann das irgendwann schaffst. Und dann kannst du das, uns das zeigen. Das wäre für mich sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Das lasse ich mal. Weil wenn ihr das alles gar nicht sehen wollt, wie ich jetzt irgendwie 45 Minuten lang faile, dann weiß ich Bescheid und dann schmeiße ich die weg. Das ist zwar dann so ein bisschen vergebene Liebesmüh, aber na gut, ne? Alles für die Gruppe, alles für die Gruppe. So, der muss dringend sterben, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann das nicht machen. Alex Rascher, hä? Achso, wir haben Alex Rascher dabei, gut. So lange lebe ich immer gar nicht. Was machen wir jetzt? Wir spielen noch so ein Ding. Augenring. Schwing. Ach komm schon. Ach komm schon. Ach komm schon. Warum sollten wir den jetzt spielen, frage ich mich. Weil er vielleicht einfach nur irgendwie was auf sich zieht. Alles. Ah, oder wir spielen Yeti. Wir spielen einen Yeti, den er auch mit seinem 5-6 einfach kaputt macht. Aber dann hat er nur noch 2 Leben und da können wir vielleicht arbeiten. Eventuell dann später. Oh, es ist nicht wahr. Ja, jetzt macht er doch ein Corruption drauf. Warum nicht? Und wenn man den Silence? Verliert er denn seinen Corruption eigentlich? Also nicht, dass ich jetzt einen Silence dabei hätte, aber... Ich wüsste das gerne. Machen wir jetzt den kaputt oder den? Der macht dann allen nochmal einen Schaden. Ist ja nicht so, als wenn wir was Geiles dabei hätten. Was davon profitieren könnte. Hier bringt uns alles nix. Wir sind eh tot, ne? 15. 2, 3, 5, 10. Ja, wir sind tot. Wir sind tot. Wir können hier nichts mehr machen. Den mit dem meisten Angriff weg. Pyromancer. Gebufft. Bringt uns auch gar nichts. Komm schon. Beende das Ding. Dann machen wir noch eine Runde. Mach zu den Sack, Digga. Ja, genau. Sowas wollte ich sehen. Und noch ein 5-6 ein Dyer. Oh, vielleicht ein Magier? Vielleicht ein Magier? Ich versuche mal jetzt auf die Schnelle... Und deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht so geil. Aber ich versuche jetzt mal auf die Schnelle. Bam, bam, Bigelow. Was war das nochmal für ein Magier? Sehr viel Control, keine Minions. Und das Control ist auch so mittelgeil. Wir probieren ihn aber einfach so. Einfach so. Oder? Nee, wir brauchen ja auch Taunts und so weiter. Komm, dann müssen wir ihn jetzt, löschen. 9 machen. Zack, zack. Okay, was brauchen wir jetzt? Taunts. Wir brauchen Frostbolts und Ice Lanes, denn wir werden auch die Frost Nova mitnehmen. Wir nehmen Counterspell. Brauchen wir den? Brauchen wir das? Warum nicht? Das ist ganz schön stark, wie ich finde. Call of Cold. Mirror Entity. Oh yeah. Und eigentlich auch Ice Barrier. Dann nehmen wir die beiden Kollegen mit. Können wir die auch mitnehmen, weil wir so viele Secrets dabei haben, oder? 2 Ice Barrier. Mirror Entity, jo. Flamestrike auf jeden Fall und Blizzard auch.
Ja, und dann haben wir es eigentlich auch schon. Wir brauchen dann noch Thorns, wegen offensichtlich und so, ne? Wegen der Spectral-Vögel. Und dann haben wir auch schon alle Karten quasi weg. Und das heißt, dieses Deck bringt uns gar nichts. Ganz genau, ziemlich so genau gerechnet gar nichts. Des Todes 2000. Wir bräuchten jetzt noch, obwohl das ist auch sinnlos und das habe ich auch gar nicht, dass uns immun macht. Vielleicht ein Extrascha, wenn wir es dahin überlebt haben. Und ein Ragnaros. Es ist immer so ein Fun-Ding jetzt, Leute. Wir probieren es einfach mal so aus Spaß. Voll lustig. Und werden wir auch das jetzt nicht schaffen. Und wie gesagt, diese Folge lade ich hoch. Und dann müsst ihr mir sagen, bitte in den Kommentaren, ob ihr das spannend findet trotzdem. Auch dann, ohne dass ich jetzt vorher Spoiler, okay, das ist jetzt eine verlorene Folge. Dass ihr da immer mal wieder guckt und denkt, oh, vielleicht schafft das jetzt vielleicht, ja, doch nicht. Ob das etwas ist, was für euch interessant sein könnte. Ich lasse das jetzt einfach mal, keine Ahnung. Ich bin eher so ein bisschen hoffnungslos. Wir haben auch nicht so richtig was zum Finishen, ne? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nein. Was kommt jetzt? Wenn wir noch Heilung hätten. Aber wir brauchen jetzt... Wir haben jetzt so viel Scheiß mitgenommen, wir konnten noch nicht mal Heilungsdiener mitnehmen. Aber diese kleinen Heilungsdiener, die bringen ja jetzt auch nichts wirklich. Ja, genau. Wir haben jetzt beide drei Leben, das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Und wir haben keinen Doomsayer, wir haben keinen Pyromanten. Pyromanten hätte ich mitnehmen sollen. Das war kein gutes Deck, was ich da auf die Schnelle zusammengestellt habe, Leute. Und bis wir den Flamestrike spielen, sind wir eh tot. Zack. Bis wir hier den Flamestrike spielen können, sind wir eh schon längst kapeiße. Oh, da. Das ist doch scheiße. Das finde ich überhaupt nicht gut. Tja. That's what I'm talking about, bitches. Bitches. Wieso habe ich dem jetzt einen Schaden reingedrückt? Falls ihr euch das fragt, ich weiß es selber auch nicht. Shit. Wir werden alle sterben. Nee, aber ich meine, also das Deck hier, das war ja auch nicht so schlau, jetzt das von mir zu spielen, so wie ich das jetzt gerade gespielt habe. Sowas. Und wir verballern das jetzt dafür, damit. Und so. Damit er da irgendwie erstmal gegenhalten muss. Natürlich Corruption, natürlich. Aber er wird jetzt mit seiner Abomination dagegen gehen, ne? Dann chippt das Ding eh. Oder mit etwas anderem halt. Wie jetzt? Er greift nicht an? Okay. Noch überlege ich, Leute. Also, ich glaube, das hier ist schlau. Und dann spielen wir noch das hier. Und... den oder den? Na, wir müssen ja die Thorns loswerden. Also sowas. Und... sowas. Das war knapp. Okay. Das war abgefahren. Jetzt haben wir hier noch Ice Barrier und Duplicate. Hä? Duplicate hat nicht funktioniert? Wieso hat... Hä? Mein Minion ist doch gestorben. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Sau, sack, sau. Ja, danke sehr. So, dann würde ich mal sagen, Flamestrike. Weil, warum nicht? Wir müssen ja irgendwas machen. Okay, und dann haben wir die Alexstrasza. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ob wir uns das Leben geben sollen dann. Oder ob wir eher
ihn auf 15 bringen, was uns, glaube ich, nicht so viel bringen wird. Tja, also im Moment können wir semi viel machen. Shit. Ach du Scheiße. Wenn ich jetzt den hier verliere... Ach, und das war auch nicht schlau. Fällt mir gerade ein, weil wenn der stirbt, kriege ich trotzdem den Spectral. Okay, also der Magier, schon mal kein geiles Deck. Weil guck mal, jetzt kriege ich zweimal so ein Spectral-Ding auf die Hand. Shit. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh mein Gott. Ja, ja, komm. Wie gesagt, Alexstrasza bringt jetzt auch herzlich wenig. Aber immerhin bringt sie irgendwas. Schwing. Ach, er kriegt den doch. Ach so, hä? Aber ich meine mal in einem Testlauf. Hab ich den? Nein. Corruption auf die Alexstrasza. Ich dreh durch. Ich drehe durch. Jetzt würde ich sie gerne silenzen, aber ich habe keinen Silence. Autsch. Aua. Au. Dieses Spiel bringt mich echt an den Rand des Wahnfucking-Sinns. Wenn wir jetzt einen Taunt hätten, könnten wir zumindest Sachen machen. Aber nein. Ding-a-ding-ding. Ja, und jetzt bringen mich meine eigenen Spectral-Vögel da eh schon um. Das heißt, der Zug ist eh abgefahren. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr irgendwie großartig irgendwelchen Shit machen. Machen es trotzdem. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Leben gehabt hätten, ne? Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Leben gehabt hätten, dann hätten wir jetzt vielleicht noch eine Chance gehabt. Shit. Okay. Jetzt ist die Frage, ob man vielleicht den Magier ein bisschen anpassen kann. Mal, was ist zum Beispiel scheiße? Duplicate hat jetzt nicht so gut funktioniert. Da würde ich schon mal sagen, auf jeden Fall den... Pyromancer. Cone of Cold hatten wir jetzt gar nicht. Das finde ich ärgerlich. Was tun wir noch was? Was tun wir noch was? Die Natter hier brauchen wir glaube ich auch nicht, oder? Brauchen wir die Natter hier? Weil sonst würde ich sagen Doomsayer. Und wir nehmen die Natter einmal raus. Nehmen den. Wo ist er denn da? Nochmal mit. Dann probieren wir es jetzt noch einmal mit der Magierin. Weil ich glaube, mit der ging es bis jetzt eigentlich am weitesten. Ich weiß auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Also das Ding ist halt auch überleben, bis er hier auf einmal Schaden vom Kartenziehen kriegt, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Und da waren wir relativ nah dran, er hatte nur noch 6 Karten. You blablabla. Doomsday ja ziemlich früh ist sehr gut, den können wir eigentlich auch behalten für Eventualitäten, aber wir... Naja, komm. Es ist doch alles albern. Okay. Ich mache nichts. Und das finde ich gut. Ich würde den Doomsayer erst eine Runde später spielen. Ungefähr, jetzt mal so gerechnet. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht auf den drauf. Ein oder zwei Runden. Was hat er jetzt für einen Angriff auf dem Board? 3, okay. Also noch eine Runde warten wir damit ab. Oder? Ich meine. Nee, das habe ich schon mal gemacht. Ach shit. Ah, jetzt habe ich mich verrechnet. Ich dachte, manchmal denke ich, dass die Heldenkraft der Magierin nur eine Mana kostet. Stimmt aber gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Okay, 4, 6, 7. Okay, er kann den Doomsayer jetzt schon kaputt machen. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Bringt es irgendwas, die einzufrieren? Nicht, wenn wir das nicht in der Combo spielen können. Sollen wir ihn jetzt trotzdem spielen? Dann muss er halt
muss er ihn halt angreifen, ne? Und nicht mich. Alter, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich vergessen, hier den einen Schaden zu machen. Wenn wir nachher wegen einem Schaden verlieren, ne? Dann werde ich richtig sauer. Oh mein Gott. Das Spiel ist verloren. Das Spiel ist verloren. Wir müssen jetzt das hier machen. Und dann das hier machen. Was uns auch nicht so viel weiterbringt. Denn den Flamestrike spielen wir erst später. Blizzard können wir spielen, der uns auch nicht so richtig was bringt. Oh. Er hat eine Karte verbrannt. Cool. Bringt gar nichts. So, das Ding ist aber, den Blizzard müssen wir so oder so spielen, weil dann die Leute zumindest eingefroren sind eine Runde lang und ich sie dann mit dem Flamestrike wegkriegen kann. Vor allem auch den dann noch mit dazu. Bedeutet jetzt sowas. Ich hab sowas von viel zu wenig Leben dabei noch. Dass ich jetzt fast weinen möchte. Hallo. Und jetzt kriege ich 1, 2, 3, 4 von diesen Spectral-Viechern da. Kann aber nächste Runde die beiden verballern. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Ding. Nur noch 10 Leben. Das macht mir echt Sorgen. Wieso hat er jetzt an den Schaden gemacht und an den nicht? Ach, nach der Reihenfolge, wie die Leute gespielt wurden. Ich erinnere mich. Okay, jetzt fresse ich 4 Schaden. Das macht auch nochmal 2. Oh Gott. Wo ist meine Ice Barrier? Nein. Oh Gott, nein. Wie viel? 4 plus 2 sind 6. Oh mein Gott. Shit, Leute. Es lief eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber jetzt werde ich daran sterben. Das ist doch nicht deren Ernst. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Wenn wir jetzt alle 4 in den reinhauen, stirbt der ja. Und dann sterben die auch. Okay. Okay, aber wir haben jetzt halt noch 2 Leben. Und die Ice Barrier bringt nichts gegen die Spectral Warriors oder wie die heißen. Scheiße. Oh, wir waren so nah dran, Leute. Wir waren so unglaublich nah dran. Selbst wenn wir die Barrier irgendwie anders aktivieren würden. Ach, komm schon. Oh, naja, was heißt nah dran eigentlich? Wir waren überhaupt nirgendwo nah dran. Oh. Hallo. Gut, bringt uns immerhin gar nichts. Sollen wir den da reinhauen? Nope. Oh, wenn wir das jetzt noch schaffen, ne? Wenn wir das jetzt noch schaffen. Da ist die Corruption gegen die Alex Thrasher, das war klar. Da wäre jetzt ein Counterspell geil gewesen. Aber nein, der Feind hat keinen Counterspell dabei. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Okay, wir können Sachen machen. Wir können Sachen machen. Wir können sowas machen. Wir können sowas machen. Wir können einen Spot spielen und noch einen Spot spielen und vielleicht dann auch das Ding hier. Und ist das geil? Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass wir daraus was Großes machen können. AOE hat er glaube ich nicht, aber sobald er jetzt noch so eine Abomination spielt, sind die eh alle tot. Hätte ich jetzt bloß einen Pyroblast dabei oder 2. Das wäre ganz geil gewesen. Frieren wir jetzt noch einen ein hier? Weil töten tun wir den ja nicht. Aber immerhin kann er dann keinen Schaden machen, ne? So, bei der... Ne, wir machen es so. Ach, shit! Ich habe doch hier 3 Angriff. Oh, verdammt. Okay. Clearen oder den 5er einfrieren? Den 5er einfrieren... Oha. Oha. Das... Nee. Nee, Leute. Wie sollen wir denn das jetzt noch... Also, ich... Nee.
Das, wie soll man, nee. Vor allem mit 4 Leben, Leute. Das wird doch nichts. Nee, nee. Kurzer Hoffnungsmoment. Aber nein, nein. Keine Angst. Der macht an allen Minions ein Damage, ne? Okay, pass mal auf. Ah, dann kriegen wir den Spectral Shit und dann sind wir eh tot. Naja. Was soll's. Noch das Ding hier. Und dann war der Plan, dass wir sowas machen. Dann macht der an allen einen Schaden. Und dann töten wir noch das Ding. Okay, und da ist Corruption drauf und er tötet mich mit den beiden Pissern hier. Das ist doch nicht wahr. Das ist... Oh. Wie ich immer doch so Hoffnung häge. Aber nein, da ist es. Okay, oh mein Gott. Oh, das wurde noch mal ein bisschen spannend. Das wurde noch mal ein bisschen spannend. Also mit dem Ragnaros da draußen, mit den ganzen Thorns. Es, weißt du, und so... Aber gut, die Folge ist lang genug. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch so Fail-Folgen dann haben wollt oder ob ich die einfach wegschmeißen soll und erst hochladen soll, wenn ich es schaffe. Wobei das ja auch spoilert, ne? Dann wisst ihr ja, okay, am Ende der Folge schafft er es. Naja, ich weiß nicht. Ihr schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ja, wenn es euch generell gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war der Fischkopf, bis dann und tschüss!